wichtig finde ich es bei egal welcher Planung, dass du dir zwar die Milestones setzt, das heißt, bis dahin soll XY fertig werden, aber dann die detaillierte Planung, wann mache ich was genau, die kommt dann relativ kurzfristig. Ja, also Planung geht für mich von außen nach innen. Das heißt, von außen ist, welcher Zeitrahmen ist vorhanden oder wie kann ich mir den notwendigen Zeitrahmen überhaupt schaffen, ja, Sachen nicht tun. Auslagern, delegieren, was auch immer, Kinder woanders unterbringen, ja, was auch immer notwendig ist. Ja. Nächster Schritt ist dann zu sagen, okay, wenn ich einen Termin X habe, wo das ganze Ding fertig sein soll, rückwärts zu planen, wann müsste ich denn da anfangen? Und da ist schon ganz oft, dass man sagt, okay, wenn ich vorgestern angefangen hätte, würde sich das auch nicht ausgehen. Also muss ich schon mal den Termin nach hinten verschieben. Mhm. Ja? Und dann noch weiter hinein, was soll in diesem Monat passieren, damit dieser Gesamtplan funktioniert? Und dann jede Woche wieder hinein, was muss die nächste Woche passieren, damit dieses Monat rund abgeschlossen wird? Also von außen nach innen. Ja? Mhm. Und da ist man dann einmal an einem Punkt, wo man sagt, okay, und jetzt habe ich wirklich eine detaillierte Aufgabenliste, Schritt für Schritt, und zwar so kleinteilig, dass jeder einzelne Schritt für mich keine Hürde darstellt.